Hallo und schön, dass du wieder reinschaust, wenn es weitergeht mit der Schwarzen Witwen-Challenge. Ja, wir sind letztes Mal hier stehen geblieben, dass Chris doch seinen Geburtstag gefeiert hat und Chloe doch ihren neuen Lover, und zwar Talon, den wir ja schon aus der Island-Challenge, die ich mal gespielt habe, kenne. Den kennt ihr schon, falls ihr die Folge oder das Let's Play gesehen habt. Ja, und Talon ist dann auch gleich hier eingezogen mit seinen Kindern, mit Betty und Levi. Und ja, da machen sie jetzt alles. Schöne, große, freundliche Familie. Sie muss nur noch ihren Markus Lee loswerden. Mann Nummer 10. Und das wollen wir heute angehen, ja. Aber als erstes möchte ich euch mal den Chris im Cast zeigen. So, hier ist unser Chris und ich zeige euch mal hier sein Alltagsoutfit. Ich habe es versucht, so ein grün, beige, blau zu halten. Ja, dann hier seine Ausgekleidung. Ich muss ihn gar nicht drehen, wir haben ja den Spiegel, wo man sieht. Dann seine Sportbekleidung, sein Schlafanzug, sein Partyoutfit, dann sein Schwimmoutfit. Heißes Wetter, ich fand das so süß, das musste ich ihm einfach anziehen. Und natürlich für kaltes Wetter, wenn es Schnee draußen hat. Ja, so sind jetzt mal seine Outfits und somit gehen wir jetzt auch schon wieder zurück ins Spiel. Ja, wir schauen jetzt mal, gucken mal. Was, sie mag Naturfreaks? Okay, arme Ritter essen. Betty, du kannst mal das essen. Dir geht's gut, aber du musst Hausaufgaben machen. Betty hat schon Hausaufgaben gemacht. Und du hast gar keine? Ah, ich glaube, ich weiß, was da los ist. Ja, den müssen wir jetzt das einstellen, dass der wieder hier an der Schule teilnimmt. Genau, und dann braucht er noch sein Hausaufgabenheft. Wenn er keins hat, ja, super, wir haben ja da welche drin. Und dann kann er bei Hausaufgaben brillieren. Alles wird noch gemacht vorher und dann geht er duschen. So, was zum Essen hat er ja auch noch drin. Betty, aufräumen, komm. Du machst gerade eh nichts. So, er guckt hier. Da steht immer noch was zum Essen. Was ist denn da los? Lloyd, wollt ihr nichts mehr essen? Geh mal du pinkeln. Ich verstehe das nicht. Nee. Das leuchtet mir jetzt nicht ein. Das können wir auch nicht wegschmeißen. Warum können wir das nicht wegschmeißen? Können wir das hier ins Inventar packen? Warum funktionieren jetzt die Mülleimer nicht mehr? Oh Mann! Sowas will nicht in meinen Kopf rein. Nö, geht gar nicht. Verstehe ich nicht. Nehmen wir den. Guck mal, und du kannst deinen Teller aufräumen. Du hast doch deine Hausaufgaben nicht gemacht. So. Lee. Das gibt schon mal einen Talon. Für dich habe ich hier eine Aufgabe. Und zwar kannst du hier noch in die Sterne gucken. Und du solltest mal hier Käferklumpen sammeln. Käfer füttern. Und wir haben doch eine Bar. Getränk zubereiten, Getränk mixen. Käfersaft. Ich weiß gar nicht, wie viele Käferklumpen wir haben. Eigentlich müssten wir schon 3 Stück haben. Probieren wir das mal. Oh nee, hast du noch kein Bett, Süßer? Guck mal, Bett zu weisen, Chris. Und dann darfst du schlafen. Talon, gehst du mal aufs Klo kurz? Dir geht's gut. Und darfst du schlafen? Betty darf auch schlafen. Und Talon wird auch schlafen gehen. Und er beobachtet noch? Wunderbar, perfekt. Läuft. Der junge Mann macht jetzt Hausaufgaben. Sehr schön. Endlich läuft mal hier was. So wie ich das will. Ich muss echt noch ein paar Bilder hier machen. Ja. So, lieber Markus. Das wird deiner. Und das gibst du mal einfach hier ab. Weißt du was? Dann geh mal schlafen. Was war das? Da, schau an. Die Katze hat gebrüllt. Du warst das. Ich hab's genau gehört. Guck mal, was du da geholt hast, Mausi. Federn. So, geht alle schlafen. Wunderbar, so läuft's. Finde ich gut. Dann bis zum nächsten Tag. Ich spule vor. Da
Hallo, nicht ein kleiner Frühaufsteher. Öffne mal, wenn du schon so früh wach bist. Dann habe ich dir doch glatt paar Aufgaben. Schau mal, Eier einsammeln, Futter in der Nähe verstreuen und Stall säubern. Darfst du alles erledigen. Das sind alle vollkommen dafür. Talon? So, da bist du. Nimm uns mal hier ein bisschen mit. Renn durchs Haus, okay. Oh, unsere Betty ist auch schon wach. Und die futtert gleich, sehr schön. Ja, das freut mich, wenn du futterst. Lass es dir schmecken. Müssen wir warten, bis sie gegessen hat, weil dann kann sie erst. Nein, ist jetzt erst mal fertig. Wo läufst du denn jetzt hin? Pinago. Sieht ja auch süß aus. Stopp. So. Krieg ich dann ein Bild davon. Betty, du stellst jetzt nicht ernsthaft den Teller dorthin. Räum das auf und dann gehst auf die Toilette. Wie sieht's bei dir aus? Du solltest mal was essen. Na dann komm her. Nimm dir Reste. Oh Gott, der muss zur Arbeit. Na dann lass das, geh zur Arbeit. Oh, der ist auch wach. Oh, stinkt da was? Oh, verwelkt. Okay, ja, schmeiß es weg. Ist okay, darfst du. Ciao, Markus. Viel Spaß in der Arbeit. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. So, junger Mann, du hast es geschafft. Dann verwenden. Und Betty kann mal noch gar nichts machen. Finde ich denn das? Ah, wir gucken mal, was Talon gekriegt hat. Ein Brutei. Ach nö. Was stimmt denn mit diesen Mülltonnen nicht? Bin ich gespannt. Und auf einmal verwendet er die Mülltonne. Sehr schön. Jetzt geht's in den Kühlschrank. Was haben wir denn hier? Taubenfeder, Punktzigsamfeder und Entenfeder. Kann man die auch aufhängen? Nö, kann man nicht. Na, dann lass sie mal da drin. So, du gehst mal hier fleißig arbeiten. Unsere Chloe ist auch wach. Chloe, könntest du mir einen Gefallen tun und mal hier aufs Klo als erstes gehen? Und dann können wir Frühstück servieren. Vielleicht. Ei Benedikt. Ei Benedikt. Das ist gut. Und du nimmst dir noch mal Reste. Der Chris ist auch wach. Da schau an. Kannst du mal die Frieda putzen und die Frieda melken? Noch vor der Schule? Schaffst du das? Talon, guck mal. Du darfst Kunibert putzen und Kunibert scheren. Also Leute, ich weiß nicht, was da los ist, aber irgendwas packt da total. Irgendwas ist falsch. Egal. Markus ist zurück und er hat Hunger. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst bitte Frühstück servieren, dieses Ei Benedikt. Sehr schön. Läuft doch. Und Chris hat was gefunden. Milch. Wunderbar. Guck mal, da hätte es jetzt was zum Essen gegeben. Geht mal alleine. Oh, lecker. Jetzt kriege ich Hunger. Jetzt kriege ich echt Hunger. Ja, wenn du gegessen hast, dann darfst du fleißig lernen. Darf mal der Levi. Und Beziehungsänderungen haben wir. Betty läuft auch zur Schule. Betty, renn! Los! Sausi, sausi! Ja. Wunderbar, alle zur Schule. So ist schön. Bist du jetzt fertig? Ich möchte, dass du den Himmel beobachtest. Nee, wir baden nicht. Wir duschen bitte. Das mit dem Baden ist eine ganz schlechte Idee. Katze, was hast denn du jetzt für ein Problem, bitte? Dieses Gesause hier. Ja, den Garten müssen wir natürlich auch ein bisschen machen. Unsere Gärtnerin kommt, das ist aber schön. Zitronen verkaufen, dann machen wir hier Mega-Verkauf und hier einen Mega-Verkauf und hier einen Mega-Verkauf. Und dann wollen wir hoffen, dass das dieses Mal funktioniert. Letztes Mal war das ja nicht so prickelnd, ne? Ist immer noch wütend. Ach, guck einfach da weiter. Chloe macht ihre Arbeit und wenn alle getan sind, dann lasse ich sie nochmal mixen. Ich habe nämlich gesehen, sie hat doch noch Käferklumpen drin. Warum das auch vorher nicht funktioniert hat, keine Ahnung. Ich spule einfach ein bisschen vor, bis sie fertig geerntet hat und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Dann mach mal. Er guckt hier noch.
Talon, was machst denn du? Kreuz dich. Jessis ruft an, um zu plaudern. Willst du dran gehen? Okay. Du könntest mal wieder Käfer ansiedeln. Unsere Haushaltshilfe ist da. Hat das jetzt funktioniert mit allem? Alles abgeerntet? Sieht gut aus. Oh nein, hier immer noch nicht. Guck mal, und dann darfst du hier auch mega Verkauf machen. Du kannst das auch schon. Kenne deine Stipendien. Ja, danke, wollen wir jetzt nicht. Markus hat die Logikfähigkeit Level 2 erworben. Sehr schön. Ich möchte das schon auch mal gern durchgucken, muss ich schon sagen. Nein, wir betrachten den Himmel. Sorry, ich brauche mal kurz ein Bild. Ich habe festgestellt, ich mache zu wenige Bilder. Getränk zubereiten, Getränk mixen. Ich glaube, einen kann ich noch. Und dann kann er nämlich diese Getränke nehmen. So. Wunderbar, läuft. Wie ihr guckt. Alles in Ordnung bei dir? Schau nur da weiter. So, oh Gott, er hat schon wieder Hunger. Der isst aber echt viel. Die heutige Post wurde zugestellt. Oho, hallo Herr Postbote. Sind wir ein bisschen von sich eingenommen? Ja, dass man gut aussieht. Postholen. Markus guckt nach. Sehr schön. Sieht man was Tolles? Ich möchte auch mal gucken. Geheimnis erzählen. Ja, dem Hamster, die kann ich das ja sagen. Ja, putz den mal. Nicht, dass der noch abhaut. Ja, nächstes Mal muss das der Chris machen, ne? Kimber Darfy, Gosh of Whibs, Und spielen kann ich noch Gorba, mit ihm. Pleva Zarps, Echt jetzt? Wieso hörst du auf? Geh den Himmel beobachten. Ich will das jetzt. Geh dahin. Tabla, Lass das in Top Ruhe. Gemini, Und du darfst Rika dann Dolphin, duschen. Shao Bo, Sorswap, Oh, ersten Kuss Sumeri. erleben. Das machen wir. Das machen wir. Und flirten. Neuspa, Und? Was kann man noch Eilwindel, machen? Halt! Halt! Gleam, Ja! Blarn, Glarn. Der ist doch gerade jetzt eh beschäftigt. Ich dachte, das hätten wir schon gemacht. Oh Gott, wie süß! Oh, wie süß! Ein Bild! Weiter. Koiba, So, flirte nochmal. Samso. Flirten. Oh, Jibs. Können wir bitten, Freundin zu sein? Das machen wir. Und? Und? Ja! Juhu! Bin deine Freundin. Dann bist du eben der Freund von Chloe geworden. Sehr schön. Ein Kuss hauchen. Sanft küssen. Und weil es so schön ist, ein Techtelmechtel. Da nicht. Er guckt noch. Wunderbar. Guck mal schön weiter. Bin ja echt gespannt, ob das funktioniert hier. So. Was machen die Kinder? Soll Chris den Klassenkameraden Joey zu sich einladen? Okay. Chris, das freut mich ja, wenn du schon einen Kumpel gefunden hast. Du gehst mal aufs Klo. Okay. Sag mal, ist der Joey nicht von Eileen? Ich wollte doch gerade sagen. Was ist denn mit dir? Du wirst deine Hausaufgaben machen. Du brauchst Spaß. Das kann ich dann. Junger Mann, wo hast du schon wieder deine Hausaufgaben liegen lassen? Hausaufgaben machen. Und du wirst auch erst Hausaufgaben machen. Und was willst du jetzt? Küssen. Oh Gott, wie süß ist das denn? Genau, komm rein, Joey. Sehr schön, was machst du bei den Käfern? Ich habe keinen Plan. Alles verbuggt hier.
Alles verpackt. Du brauchst jetzt nicht Hände waschen. Du bist einfach ein Ferkel. Beobachtest jetzt den Himmel. Ihr macht jetzt hier ein Techtelmechtel. So, das will ich so. Gut, gut. Ich spule jetzt einfach mal ein bisschen vor, bis die fertig sind mit Hausaufgaben. Dann schauen wir mal, was wir noch machen. Okay. Sie ist aufgebracht. Reagier dich ab, indem du Futter auffüllen gehst. Und dann... Vielleicht... Joggen gehen, um klaren Kopf zu bekommen. Oh, was macht Chris? Ach Mann, hat er jetzt gerade mein Brutei weggeschmissen? Der Blödi. 6 Eier, normale Qualität. Jetzt haben wir kein Brutei mehr. Wie finde ich denn das? Das war jetzt aber echt blöd. Genau. Und du brauchst auch Spaß. Kannst du vielleicht hier spielen mit Chris und Joey? Könnt ihr zu dritt spielen? Komm, es gibt bestimmt Spaß. Jetzt ist er schon wieder weggelaufen. Der macht mich fertig. Und die Chloe, die macht hier fertig. Die sticken alle schon wieder. So, Chloe hatte vorhin noch mal so einen Käfersaft gemacht, wo auch immer der herkam, keine Ahnung. Der stand dann doch auf einmal da. Und deswegen wird er jetzt die trinken. Trink diese Käfersäfte. Echt jetzt, wo geht er denn jetzt hin? Der macht mich wahnsinnig, der ist ein Kerl. Ah ja. Gleich zwei. Los, hau sie dir hinter die Kiemen. Das war Glas Nummer 1. Chloe natürlich gleich dabei. Und guckt. Trinken. Trinken. Die erschrickt vor ihrem eigenen Mann. Aufräumen. Ah, warum funktioniert das nicht? Ich habe gelesen, dass man einen Magen, einen Käfersaft stirbt. Anscheinend nicht. Jetzt geht er schlafen. Okay. Dann schicke ich sie mal alle wieder ins Bett. Oha, Levi ist wach. Oh je, dann repariert es doch gleich, wenn das schon schmutzig kaputt ist. Hier wird bewässert und hier sind noch ganz viele Sachen. Alle gießen. Alle jäten. Und gegen Käfer einsprühen. Oh mein Gott. So, Talon ist auch wach. Wunderbar. Du darfst wieder hier alles säubern. Du bist auch fertig. Achso, du machst ja schon. Hier Stall säubern, Eier einsammeln und Futter in der Nähe verstreuen. Und über Feldpflege reden. Und hier auch mal. Ja, vielleicht schon sinnvoll, oder? Wenn die so stinkt. Ja, er mag Gartenarbeit. Und du solltest noch den Himmel beobachten, genau. Und du bist auch wach. Okay. Sehr schön, sehr schön. Dann darfst du mal hier wieder alles verkaufen. Ja, das übliche, der übliche Wahnsinn, den man halt hier machen muss. Kannst nicht ändern. Aber dem ist so. Oh, was ist das? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Aber das ist so cool. Oh mein Gott. Krass. Das hat sich doch gelohnt. So, dann darfst du weitermachen. Okay. Ich spule weiter. Oh, oh. Markus hat soeben bemerkt, dass ein Meteor direkt auf ihn zufliegt. Er sollte Schutz suchen, und zwar schnell. Was passiert, wenn wir keinen Schutz suchen? Oh, 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 oh. Houston, wir haben ein Problem. Markus Lee wird jeden Moment von einem Meteoriten getroffen.
Oh mein Gott! Puff. Okay. Und irgendwie ist da gar keiner. Da liegt er. Oh mein Gott. Na, sowas. Ja, jetzt steht sie da. Sie kümmert's gar nicht. Talon isst. Levi erntet. Die heult. Und er isst auch. Läuft. Arme Betty. Kann man das Ei auch sammeln? Nö, geht nicht. Ach, Betty. Ja, dann war's wohl das. Markus Lee, der fünfte Ehemann, ist soeben dahingeschieden. Ich hätte einfach vielleicht doch nicht so viel vorspulen sollen. Oh mein Gott. Aber ich fand das so langweilig und wollte dann einfach dann vorspielen. Und habe die dann Sachen im Schnelldurchlauf machen lassen. Aber okay. Talon, geh einfach aufs Klo. Ich würde sagen, sein Bruder ist gerade angekommen. Oh mein Gott, sein Bruder ist da. Und der Wolf, Wolf sage ich schon. Der Fuchs, der Weiße. Wie heißt sie? Biggie. Oh Gott, steht auch da. Du gehst dann mal duschen. Ich schicke euch jetzt alle mal weg. Weg ist er. Oder auch nicht? Doch, weg ist er. Oh mein Gott, das war's. Geh mal auch aufs Klo. Komm, das hat keinen Wert. Und du setz dich dahin. Ich schicke euch jetzt alle weg. Ich schicke euch jetzt alle weg. Genau, bleibt mal alleine stehen. So, letzte Tat für heute. Den Grabstein wegstellen. So. Hierhin. Und dann wird unsere Chloe sie in MC-Zeit entlassen. So, und dann Markus Lee. Durch die Hand der schwarzen Witwe gestorben. So, und wo habe ich einen Fehler drin? Ja, Lee habe ich klein geschrieben. Okay. Ich nehme es ihr weg. Sie wird jetzt nicht traurig sein. Ihr habt ihn auch gar nicht gekannt. Also von daher könnt ihr das gerade mal knicken. Du auch nicht. Du sowieso nicht. Ja, ich nehme euch das weg. Wenn ihr sie nicht kennt, dann ja, freilassen. Und somit haben wir es geschafft. Mann Nummer 10. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, ich die Meldung nicht gekriegt habe. Aber ihr habt ja gesehen, es ist mehr verbuggt, wie das überhaupt was funktioniert. Ich muss echt jetzt meine Sachen rausschmeißen, ja. Und das mache ich auch. Ich werde tatsächlich die CC-Sachen rausschmeißen. Und werde nur noch dann die Haare und die Wimpern und so drin lassen. Aber ich schmeiß auch die Klamotten raus, weil ich denke, die machen doch auch Fehler. Ja. Geschafft, geschafft, geschafft. Wo bist du, Talon? Hier beim Sticken.
Das heißt, es gibt eine Special-Folge dann nächstes Mal. Ja, und zwar nochmal mit Chloe, wo sie dann den Talon heiraten wird. Genau so mache ich das. Eine Special-Folge. Wann die kommen wird, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich dann irgendwann unter der Woche oder wenn ich es noch schaffe, vielleicht am Wochenende. Mal schauen. Schön, dass du wieder reingeschaut hast. Über ein Like, ein Kommentar oder ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Unten in der Videobeschreibung habe ich auch ganz viele liebe YouTuber verlinkt von der Sims-YouTuber-Community mit Herz. Auch die machen tolle Let's Plays und es lohnt sich, bei ihnen vorbeizuschauen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!